Okay, ich weiß nicht gerade, was mit Kell los ist, aber ich glaube, er ist etwas nervös, ne? Ich bin wortwörtlich gerade ins Menü gegangen und kommst zurück zu Leben hier, ne? Ach. Oh, ich glaube, ich hab's. Alles klar. Ich glaube, er versucht zu irgendwas drüber zu schauen, ne? Aber ja, übrigens, Johann, willkommen. Mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Warum? Okay. Das war ein bisschen random. Ja, ich glaube, BD hat den irgendwie so ausgeglitscht. Ich weiß es nicht. Ja, gut. Ja, wir sind wieder hier zurück in der Welt von Star Wars. Wir haben in der letzten Folge so ein bisschen hier unten unterhalb von diesen von dieser Kantina, von dem Salon hier diese Ruinen erkundet. Wir haben Grease getroffen im letzten in den letzten Part, genau das alles so in einem Part passiert. Wir haben Grease getroffen, wir sind dann irgendwie diese Ruinen hier runter gelaufen, ne? Jetzt sehe ich die Karte hiervon. Und was ist das Gerücht? Ich glaube, da kommen wir da draußen wieder, ne? Ja. Ja, da sind einige Sachen, die man noch nicht betreten kann, aber das wird schon noch irgendwann, ne? Ich werde irgendwann mal so ein bisschen backtracken und so, ne? Aber jetzt nicht. Gut. Ich bin mir gar nicht sicher, was wir jetzt überhaupt hier machen müssen. Oh, gibt es einen Weg nach draußen die ganze Zeit? Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Okay. So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht genau sicher, was wir jetzt gerade machen müssen, ne? Wir müssen öffnen das Tor zum Wald. Ach, wir sollen da hingehen, genau. Stimmt. Gut. Aber was ich irgendwie ausgehen, ich habe übrigens das BD ein bisschen angemalt, ne? Ich glaube, meine Klamotten habe ich auch so ein bisschen geändert, aber ich bin mir nicht sicher. Und ja, ich glaube, ich weiß, was wir mit diesen komischen Dingern ja machen, die wir die ganze Zeit finden. Diese Würfel oder was auch immer sind, ne? Ich bin nämlich mal hier reingegangen, als ich mal irgendwie so meine Fähigkeit mal so angucken wollte und so, ne? Ich habe mein Schwert übrigens auch mal geändert hier. Oh, ich glaube, das sieht jetzt, ich glaube, da habe ich offscreen so geändert alles, ne? Und irgendwo, wenn ich jetzt nur wüsste, wo das noch mal war, irgendwo kann ich meine Items sehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Wenn nicht, da habe ich irgendwie so Sachen nachgeguckt, glaube ich. Reise, da Inventar. Und ja, als ich dann zu die Sachen mal angeschaut habe, ist diese aufgetaucht, ne? Und ja, anscheinend können wir damit, ups, anscheinend können wir die bei ihr benutzen, ne? Ich nur mal wissen, wo sie ist. Hier ist Werkbank, Meditationspunkt. Hier sind ein paar Sachen. Lass mal da eingehen. Also was hier? Ich wieder 10.000 Mal. Ist jetzt auch was Stall und die ganzen Symbole die ganze Zeit schon hier also im Sinne von oh, du kannst ja was machen. Verstehe auch nicht, warum man nicht da reingehen kann. Hey, yo, was geht? Ich nehme an, die kann ich irgendwann mal reiten oder so, ne? Also das scheint ja irgendwie so der Hauptplanet zu sein, ne, wo wir die meiste Zeit hingehen müssen, ne? Ich meine, Vegas hat auch gesagt, irgendwie das ist der größte Planet. Also wenn das jetzt hier irgendwie so ein Ding ist, wo wir immer wieder hingehen müssen, dann ja, kann ich mir ja gut vorstellen. Aber ja, wir machen erstmal, weiß nicht. Wir suchen erstmal diese Lady, bei der wir diese Dinger abgeben können, ausgeben können. Und du bist der Neue, stimmt's? Tut mir leid, das habe ich nicht gehört. Sag das noch mal. Ich habe nichts gesagt. Oh, genau. Das muss dieses Klingeln in meinen Ohren sein. Neulich hat mir eine Rollmine fast den Schädel weggerissen. Direkt neben dem Pfad zur Baggerschlucht ist ein Gebäude. Dort hat mich diese Rollmine fast erwischt. Ich wette, die bewachen was Nützliches, aber ich gehe da nicht mehr hin. Vielleicht sehen wir uns das an. Nur zu und sei vorsichtig. Okay, schreibe ich nicht so an. In meinen Ohren macht mich wahnsinnig.
Nebenquest. Gerücht entdeckt. Öffnen. Oh, okay. Ach, da kommen wir wieder unten zu den Ruinen, ne? Glaube ich. So, haben wir ja noch mehr Leute. Gerücht. Thomas Außenposten. Das ist auch die, ne? Boah, wenn ihr mal irgendwo eine Karte wäre, das wäre so einfacher. So viel einfacher. Hallo. Vor 20 Zyklen soll dieser Ort aus nicht mehr als ein paar Hütten bestanden haben. Und jetzt sehen wir an. Ja, manchmal wünschte ich, mein Lichtschwert sieht so cool aus. Zurück, um zu sehen, wie es war, ohne Komfort zu leben. Du kannst immer in die Wildnis aufbrechen und deine eigene Stadt gründen. Ich denke, ich bleibe hier, danke. Ja, okay. So, ich suche ja eigentlich nur die eine noch, ne? Aber hier können wir mal nicht da rein. Oh, wo ist denn die alte? Gerücht, geöffnete Truhe. Ah. Hier so rum. Ich komme mit so einer Karte nicht klar. Ey. Vor allem nicht, weil ich die ganze aufrufen muss. So hier. Okay. Was ist das hier? Jabba's Palast? BD. Ich will da nicht an die Werkbank, BD. Weg. Okay, einfach so. Okay. Klamotten. Grandioser Raub. Rumpeldroide. Sieh dir das mal an. Kann man die alle kaufen? Ich glaube, 100 von den Dingern kann man finden, ne? Na, ich glaube, kommt hin. Starkiller. Shack. Gott, ne, gib mir lieber das hier. Klingt etwas versprechend aus. Da kommt einfach die verschlossene Tür in Thomas Laden. Irgendeiner mal. Dieser Stiefel aber. Irgendeiner dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Wir müssen das Ding öffnen. Meine Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Nimm dir alles, was ich gebrauchen kann. Alles klar. Jetzt bin ich das dickste, was auch immer hier ist. Mitnehme. Und Stim. Stim. Was haben wir denn hier? Es sah so aus, als hätten wir uns beide lang gestritten, wer den Knopf drücken will. Und BD hat sich einfach vorgeschrieben. Doch schon mal gelohnt, ne? Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten erstmal kaufen, damit ihr reden. Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Das ist wie so ein Riot-Schild. Aber es geht. Wo ist denn dieser Frosch-Typ? Ich dachte, er wäre irgendwie mit der irgendwie, weil er nicht freundet oder so. So. Pylon Salon. Was außen passen. Ne, nicht noch mehr Gerüchte. Mantis, okay, ich nehme an, ich habe schon alles. Nein, na gut, dann was die Mantis ist hier. Ich habe mal ein Grease, hat die irgendwie abgeholt oder so. Ne,
So, wo gehen wir als nächstes hin? Ich würde sagen, wir gehen vielleicht erstmal hier hin, ne? Wenn wir dahin können. Da können wir auch ein. Muss mal da hingehen. Ist eine Markierung gesetzt? Nö, doch. Was bringt mir denn die Markierung, wenn ich die nicht sehe, wenn ich... Boah. Was bringt mir denn die Markierung, wenn ich die sowieso nicht sehe? Na gut, weiß ich nicht. Dann gucken wir erstmal, ob ich weiß, hier noch so gibt. Ne, ich glaube, da kann man hochklettern. Ne? So, bin ich ja richtig? Ich weiß es nicht. Boah. Aber wir haben schon mal einen weiteren Stim, da ist ja schon mal gut, ne? Ich glaube, ich möchte den Ding, den hier aktivieren, ne? Okay. Bist du an der Chance deines Lebens interessiert? Vielleicht. Mal doch. Lass hören. Ein paar Typen sind in die Mine da drüben gegangen. Seitdem hat niemand mehr was von ihnen gehört. Das stimmt, kleiner Droide. Die Sache hat das Zeug zur Tragödie. Wie fast alles auf Kobo. Prospektoren haben nach Priorit gesucht. Die Mine ist voll mit dem Zeug. Aber diese Leute zu retten, das ist natürlich das Wichtigste. Ich sehe mir das mal an. Okay, ich hole mir den Stoff. Die Mine ist gleich da drüben. Kannst sie gar nicht verfehlen. Also, wart mal ab. Habe ich irgendwie so ein Questlog oder so? Gerüchte 2. Hm, aber ich gehe jetzt mal dahin, weil das scheint irgendwie mal zu sein, was ich öffnen kann, ne? Das sehe ich an der grünen Tür. Ich weiß noch nicht, ob ich dahin kann. Aber ich glaube ja. Na, guck mal. Bin sowieso ein bisschen planlos hier reingegangen. Was bist du? Ach so, du bist so ein Reittier. Komm schon, du blödes Vieh. Beweg dich. Noch eine Quest. Wie bin ich nur auf diesem verdammten Planeten mitten im Outer Rim gelandet? Okay. Oh. Ah. Ich wusste. Okay. Das sieht nicht so nett aus. Na toll. Und nun? Sieht mir nicht so aus, als könnte ich das. Ja. Ne, sieht nicht so aus, als könnte ich da was machen. Lass mal. Mein Gott, haben die mich erst hier hingelockt, dann kann ich hier nichts machen. Vielleicht kann ich da was machen, ich weiß es nicht. So, dann gehen wir. Ich meine, dahin, ne? Guck mal, was mit diesem Gerücht auf sich hat. Gucken wir uns um die Nebenquest erstmal, ne? Oder warum nicht? Oh, ich finde das so gut, dass man schon so schnell so mobil ist, ne? Da komme ich irgendwie nicht hin. Ach, da ist eine Tür oder so. Ist jetzt die Quest mit der Mine? Ja, ne? Also, ich habe eine Quest mit einer Mine und wo ich eine Mine betreten muss, ne? Wenn ich mich nicht irre. Jetzt ein bisschen hier, ne? Das ist die Mine, glaube ich. Gab es irgendwie so Nebenquests im ersten Teil? Ich glaube nicht, ne? Oh, sei froh, dass du nicht riechen kannst, BD. Ich
Nächste Grotte. Gott, hier ist ja gar nichts. Ah. Na gut. Ist mir eigentlich egal. Ah. Ist mir eigentlich relativ egal, was ich mache, ob ich eine Nebenquest oder eine Hauptquest mache. Ne, aber oh. Ein Knumpen. Den verkaufen wir in Domas Laden. Solange ich irgendwas hier machen kann. Ne? Irgendwie macht alles in diesem Spiel Bock. Und da ist es relativ. Warte mal. Aber ich habe gedacht, wenn ich jetzt zwei Lichtschwerter auswählen möchte, mit zwei irgendwie Licht machen. Ja, ich habe geblockt, weil ich nur blocken konnte. Oder was? Okay. Hm. Oh. Weil ich wollte schon wieder darüber springen, ne? Hat wahrscheinlich wieder nicht geklappt. Das war ich habe es gerade gesehen. Das Viech. Wie die Viecher mich immer erst erreichen. Was ist das hier? Wenn ich halt angreifen. Ich jetzt dadurch gestorben wäre, ne? Hm. Okay. Doch, also das Spiel macht mir auf jeden Fall Bock, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, ne? Es ist noch sehr ähnlich wie der erste Teil, ne? Also mit sehr wenig Veränderungen und so. Aber mir macht's Bock. Der erste Teil hat Bock gemacht, hat nicht viel falsch gemacht. Das einzige, was ich ändern würde, ist hier diese Karte, die irgendwie so eine Karte die ganze Zeit offen haben. Das ist das einzige, was mich irgendwie stört. Und am ersten Teil hat mich auch gestört, als es so viel Dings gab, so viel Backtracking. Was nicht so schlimm gewesen wäre, aber die Planeten waren so riesig und ja, da sollte man vielleicht so ein kleines Schnellreisesystem irgendwie so reinpacken, ne? Und darum hat sich das Spiel schon relativ früh gekümmert, ne? Weil es hier Schnellreisen gibt. Also ja, das Problem wurde schon beseitigt, fand ich. Dementsprechend gibt es nicht mehr so viel, wo ich mich jetzt hier beschweren kann. Und erst mal gucken, wie die Story so hier so abläuft, ne? Lass mal was untersuchen. Oh. Jetzt gefürchtet, das ist so ein Viech mit so einer Datendesk, ne? Ich muss darüber, ne? Auch hier kann ich auch rüber. Kommt mal darüber? Ich glaube nicht, ne? So, habe ich den jetzt verjagt? Auf ewig? Auf ewig? Auf ewig? Auf ewig? Gott. Nee, schreck mich nicht so. Diese Kreaturen wurden durch Blaster getötet. Ah. Oh nein, was ist denn dann hier unten? Erstmal mit so einem Meditationspunkt. Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Und meine AP. Ja, mit denen geht es auch ein bisschen runter. Löslich. Löslich. Boah. Kann ich mich überhaupt sehen? Bonk. Meins. Schrottplatz.
PD. Willst du mir etwas sagen? Muss ja schon auf den Schrottplatz. P. Nicht mal anders aus wie P, aber nicht. So ein Meditationspunkt wäre jetzt nicht schlecht. Naja, ich bin ja schon. Ist nämlich ein ganz schöner Weg hier rein. Habe ich mal einfach. Wenn meine Macht jetzt nicht Auge halt. Oh, Abkürzung. Okay. Gott, das tut mich voll verwirren, ja, so mit den Game Ring herum. Die Musik klingt so typisch wie irgendwie so was in Oblivion irgendwie. Was für eine Kreatur lebt denn hier unten? Man, im Oblivion in der Elder Scrolls 4 fängt man ja erst in diesen Kerker an und da muss man irgendwie sich durch die Kanalisation irgendwie umkloppen, ne? So. Ne, warte mal. Er hat doch gesagt, die Viecher wurden mit Blastern erschossen, ne? Also, was ich da mache, ich nehme da mal mein Doppellichtschwert. Alles klar. Weil die sind ziemlich gut gegen Blaster. Und jetzt haben wir hier ein Echo. Was wird uns denn das bringen? Hat das gar nicht so. Meinst du, die Bedlam Raiders zahlen für Fossilien? Oh nein! Oh. Das muss einer der verschollenen Prospektoren sein, Kumpel. Warte, Rancor. Okay. Da war eigentlich nur ein Bits. Das ist echt ein Rancor. Ich habe nur einen Witz gemacht. Sieht mal winzig aus. Oh Gott, jetzt wollte ich mit R1 schon ausweichen, ne? Weil ich gerade wieder Final Fantasy gespielt habe. Au! Okay, ja, der sah ein bisschen stark aus. Soll ich gegen den schon kämpfen? Er sah mir ziemlich krass aus, so vom Schaden her. Ja, ich glaube, den soll ich noch nicht bekämpfen, weil der ist ein bisschen krass. Ja. Kann man nochmal da zurückgehen? Jetzt habe ich gar nicht meine Dinge eingesammelt. Nein, die sind jetzt weg. Okay, mit einem Schlag. Nein, danke. Nee, damit schlage ich mich jetzt nicht rum. Nein, danke. Ich glaube, hier bin ich ein bisschen zu früh. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Erfahrungspunkte verloren, aber was soll's. Na gut. Gut, haben wir das herausgefunden. Gehen wir woanders hin. Können wir noch hingehen. Oh Gott, das verwirrt mich so sehr hier gerade, ne? Ne, hier draußen bitte. Aber entschuldige, wie soll man den damit schön schaffen? Ich habe schon alle möglichen HP-Upgrades. Und da eine wollte ich doch gar nicht. Ja, ich nehme an, ich kann doch zum Salon gehen, ne? Ich habe schon alle möglichen HP-Upgrades, ne? Wie soll ich denn bitte schön... Nehmen Sie ihn.
So viel mehr AP werde ich ja wohl nicht mehr kriegen, oder? Würde ich jetzt mal raten. Außer man kriegt irgendwann so Verteidigung, Buffs oder irgendwie sowas. Nicht so Boni und irgendwie sowas. Weil ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wie man den schaffen sollte. Ne, mit einem Schlag, also mit zwei Schlägen hätte ich ja noch leben können, ne? Aber wenn ich hier schon sehe, dass ein Angriff von dem ich hier mit einem Schlag fertig macht, ne. Ne, lass mal lieber. Was sind hier schon wieder noch? Wieso ist denn da schon wieder? Boah. Also der ist halt schon mal krass, ne? Ich habe extra mein Doppellichtschwert auch rausgeholt, ne? Einfach nur, weil ich gesehen, weil er gesagt hat, oh, die wurden von Blasterschüssen erledigt, ne? Also habe ich irgendwie darauf irgendwie so irgendwie habe ich da so dran gezogen, irgendwie, dass ich vielleicht gegen Leute mit Blaster kämpfen muss, ne? Und da kommt auf einmal so ein Viech. Ja gut, ja, der wird vertagt. Ne. Ich bin nicht so ein bekannter YouTuber, dass ich jetzt immer und immer wieder in den Kampf reingehe, bis ich das irgendwann schaffe, ne? So wie andere gute Gamer oder Streamer. Ich weiß, jeder ist voll scharf darauf, aber nein, danke. So, sagt mir Gerücht jetzt einfach nur, da soll ich hin. Nein. So, aber da ist noch irgendwo was. Da. Guck mal, da ist. Okay. Okay, geht der nicht auf mich los? Ja, ich habe extra gewartet, bis er mich beide angreift. Das ist meine Erfahrungspunkte wiederholen, ne? Ah, klappt ihr euch erstmal ein bisschen. So. Der schon mal weg. Oh mein Gott, ey. Ah. Aha. Ja, warum bist du nicht tot? Alter. Nicht zu dem Zeitpunkt irgendwie stärker sein oder was? Ich weiß, ich spiele auch hier die Großmeister, aber trotzdem. Hier schon wieder einen Sprung gemacht haben, so eine Schwierigkeit. Alter. Also gut, lass sehen. Hm. Ja, mein ganzes Abenteuer in der einen Mine hat es natürlich jetzt wieder vollgebracht, ne? Weil ich schon wieder gestorben bin und meine Erfahrungspunkte verloren hat. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein, und frag bitte nicht mehr. Okay. Ja. Okay, jetzt aber nur eine Truhe zum Glück. Ich dachte, jetzt wird hier noch so eine Dungeon oder irgendwie sowas kommen, ne? Bonk. Helle Metalle. Und ich gehe dann schon wieder hier so rein, irgendwie voll geschwächt. Hm. Oh, nein. So, warte jetzt. Da geht's irgendwo hoch. Ja, was geht, na? Jetzt hab ich dich.
Ich auf Nummer sicher gegangen, ne? Sie hätte mich schon wieder getroffen, ne? Dann stehe ich da schon wieder. So, ich nehme an, das sind auch so Sachen, die ich erst später kaputt machen kann oder irgendwie sowas, ne? Wenn überhaupt. Na, irgendwo hier kann man lang, ne? Ich meine, ich hatte da gerade was gesehen. Da wir so eine kleine Erkundungstour von Kobo, würde ich mal dann sagen, ne? Statt hier irgendwie in der Story weiterzumachen. Ich meine, wir haben Rancor gefunden, den wir nicht erledigen können. Das war schon mal was. Okay. Ist auf mich zugekommen, okay? Ich bin ein Panik rausgebrochen, alles klar. Müssen wir jetzt? Hm. Da sieht aus, als würden ein paar Schätze auf mich warten. Ich hätte so ein Bling, 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 Bling. Kann ich überhaupt rein? Ja. Wir sind hier sicher. Gott. BD. Was hast du gefunden? Muss auch mal allein scannen, ohne dass ich halt immer sagen muss. Ist irgendwie viel einfacher, mal. Dann will ich auch nichts mehr verfassen. Und was hast du gefunden? Oh, jetzt weg. Oh, boah. Ich spreche mal in Panik aus, weil ich nicht genau weiß, was ich in dem Moment machen soll. Ey. Kumpel, hier rüber. Wofür soll ich das benutzen? Ich nehme manchmal das hier hochlocken für irgendwann. Nein. Ja, da komme ich wieder. Ah, okay, warte mal, dann komme ich da unten, da draußen an die Wand, ne? Kann ich einen Sim kriegen, Kumpel? Oh, komm mal mit. So. Und da muss ich das ja draußen hinlocken, ne? Wegen zu dieser einen Tür. Was auch immer da ist. So, ist das hier noch irgendwas? Okay. Oh, jetzt hätte ich mich beinahe nochmal geheilt. Ich hatte keine Stims mehr. Oh nein, ich habe keine Stims mehr. So, folge mir auffällig. Nicht gut, die alle so weit verfolgen. So, was haben wir gewonnen? Oh, da war Gerücht. Sehr cool. Mehr Macht. Ja, okay, aber den einen schaffen wir nicht, ne? Das andere Gerücht. Das ist ein bisschen schade. Ich mal sagen, geh mal weiter zurück hier, ne? Wir gehen zu, weil nicht wo. Immer wieder storymäßig hin müssen. Ne? Aber ich sollte vielleicht erstmal mich heilen. Weil, oh Mann, tut mir alles weh. Ist noch so ein Ding. Wenn ich muss die Mini ja den ganzen Weg hier schleppen. Mach ich ja schon. Ah, wenn ich so ein bisschen weiter im Spiel bin, werde ich mich natürlich noch ein bisschen gründlicher umschauen, ne?
Aber jetzt weiß ich ja noch nicht überall, wo ich. Weil im Moment weiß ich ja noch nicht, wo ich schon überall hin kann und wo nicht, ne? Boah, ich muss mich hier noch gewöhnen an allen. Nein, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Ich wollte zum Salon. Irgendwie da runter. Ich kann euch gar nicht sagen, wie unfreundlich dieses Spiel gegenüber Leuten sind, die keine Orientierung haben. Ey. Das ist für mich ein absoluter Albtraum, mich hier so zurechtzufinden und zu gucken, wo ich hin muss und so. Boah. Super. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich will nur zu diesen einen Ding gehen, wo ich irgendwie mich wieder heilen kann. Diese Treppe hier nach unten führt. Ich finde die jetzt natürlich wieder nicht, ist klar. Ach, dann lass mich hier hingehen. Einfach nur geradeaus. Na, gucken wir uns da hin und dann gehen wir zur Story, ne? Ich nehme an, ich muss der jetzt nicht sagen, ne? Wenn ich die Quest abgeschlossen habe, oder? Wo ist denn hier schon wieder? Ich bin an dem vorbeigelaufen. Boah. Das ist halt auch so eine Wand, die so komisch aussieht. Nee, ist eine Kletterwand, ne? So, da müssen wir. Ne, da oben ist der Teil, wo ich zerstört wurde, ne? Die ganze Zeit. Das ist eine Abkürzung. Oder sind doch Gegner? Okay, ich muss da lang. Glaube ich. Oder auch nicht. Da lang muss ich, ne? Ich bin schon mal lang gegangen irgendwann. Boah. Ja, das ist wahnsinnig aufregend, dass ich hier jede 2 Sekunden die Karte öffne. Aber boah, ich bin sowas von aufgeschmissen ohne Karte. Ne, glaubt ja gar nicht. So, aber das ist alles versperrt. Da muss man da hoch irgendwie. Da muss man hoch, ne? Bin ich da nicht schon mal lang gegangen? Ich glaube ja, ne? Ja, da war so eine Wand. Nicht da lang, ne? Dann gehen wir zu dieser Tür irgendwie, dieser Druide irgendwie. Hä? Das ist wie Chocobos. War ich hier schon mal drin? Ich glaube, da muss ich sogar lang, ne? Warte mal. Das sah irgendwie komisch aus gerade. Hier ist sogar ein Schwert. Okay. Ich dachte irgendwie, du hast dein Schwert irgendwie auseinandergenommen, weil das ein Doppelschwert war. So voll stylisch. Oder habe ich mir noch eingebildet? Ne, du bist nicht stylisch, oder Kerl? Ich glaube, da unten darf ich nicht runter, ne? Weil da sind Stacheln. So, bin ich hier richtig? Ich glaube nicht, dass ich hier richtig bin, aber ist auch egal, ne? Solange wir immer was Neues finden. Diesen Meditationspunkt. Halten wir einen Moment an. Ja, gut. Was das wohl ist, Kumpel? Ne,
Irgendwas sagt mir, ich sollte nicht hier sein, aber egal. Was hat hier für ein... Ist das Imperium hier? Ja, irgendwas sagt mir, ich sollte hier noch nicht sein. Frag mich, wofür das war. Aktivieren, okay. Gar nicht mal so schlecht für eine verlassene Anlage. Also ich irgendwie anhalten. Ja, ich glaube nicht, dass ich aber machen kann. Moment. Ne, sieht nicht so aus. Wenn sie die Tür irgendwie noch zulassen können. Na gut. Wie ich über jeden Weg finde, nur nicht den, wo ich hin muss, ne? Aus wie so ein Trucker irgendwie. Ach halt, da kannst du Wand laufen. Da kann man an der Wand laufen. Aber da komme ich nie im Leben hin. Warte mal, da kann man sich runter. Warte. Aha. Weiß nicht, ob das so gedacht war. Ich sag mal ja. Harmonie, Knauf. Na, ich glaube, das muss man machen, ne? Sich so runterfahren lassen. Wie komme ich jetzt hier raus? Nee, ich glaube, hier hätte ich nicht so hinkommen sollen. Na, ach, das ist so eine Wand. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Was ist das für ein Geheul? Wir sehen, als würde irgendwie so eine Sirene losgehen. So. Ich will sehen, wie hat hier draußen aussieht. Ah! Okay, kann ich die Karte von draußen mal wieder sehen? So. Ah, sagt mir das Spiel, ich soll da lang gehen? Nee, das Spiel sagt mir, wo ich gerade herkommen bin, ne? Oh, da sind eine Menge Gegner. Ne. Ich dort automatisch blocken. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wo ich hin muss. Also ich weiß, wo ich hin muss, aber wie ich dahin gelange. Au! Wo bin ich hier gerade? Hier bin ich richtig. Alles klar. Oh, da sind die Viecher, die einen One-Shotten. Ich finde es gut, dass Druiden in diesem Spiel vorkommen. Muss euch töten, vor einem blöden Roten angefangen setzt und mich
One-shotted. Kann man da hochklettern? Haben wir den extra den Enterhaken? Ja. Ich weiß, ich laufe jetzt hier wieder überall hin, wo ich nicht hin soll, aber ich weiß jetzt genau. Da komme ich nicht hin, ne? Ich denke mal, irgendwann kann man noch weiter springen oder so, ne? Nein, ich will keine Antwort darauf. Oh, Speicherding. Jetzt kann ich doch mal versuchen, vielleicht. Aber dann stecke ich wieder da fest und dann komme ich wieder nicht an meine Erfahrungspunkte ran. Boah, ich habe immer irgendwie Schiss, dass ich hier irgendwie aus Versehen wieder Training aktiviere. Ajo, was geht? Initialisierung abgeschlossen. Wo bist du? Okay. Ich nehme mal sehr stark an. Ich habe gegen das eigentlich keine Chance, ne? Da komme ich gar nicht hoch. Oder? Nee. Boah. Lass mich mal gegen das Viech versuchen. Ich werde wahrscheinlich wieder gewone-shottet, aber eine Möglichkeit hat herauszufinden. Oh, guck mal, da gibt es auch irgendwie rein. Was ist das denn? Okay. Was ist das? Was? Erschütterte Entschlossenheit. Es ist eine Fähigkeit ein, um das Ziel zu erreichen. Was bewegt sich hier? Okay. Soll er. Au. Ach, jetzt mal, wenn ich springe. Trials. Ich weiß es nicht, BD. Oh, ich habe Level abbekommen. Echo der Macht, aber verwundet, bruchstückhaft, als würde etwas fehlen. Was immer ich getan habe, es scheint geholfen zu haben. Ja, cool. Wenn es dafür Belohnung gibt, noch besser. Wenigstens einen Punkt schon mal sicher. Hm. Oh, ich bin ja gar nicht richtig sicher.
Ja, versuchen wir mal gegen einen Fähig. Wenn wir das nicht schaffen, dann holen wir uns, müssen wir uns die Erfahrungspunkte zurückholen. So. Ich bin mir ziemlich sicher, wir schaffen den Sprung darüber nicht. Ja, kann es auch mal versuchen. Hi. Oh, da kann ich aber hoch, sehe ich gerade. Okay, der macht mir nicht so viel Schaden. Okay, der tut mich nicht one-shotten. Na, schon mal gut. Oh. Okay. Blaues Leuchten. Bedeutet, die fallen um. Ich habe nur gesehen, dass das funktioniert hat, deswegen habe ich das gemacht. Aber scheint genau das zu sein, was ich machen musste, ne? So, hatte ich nicht irgendwie was gesehen, so zum Einsammeln? Nee, okay. Okay, der war definitiv einfacher als der Rancor. Aber da ist ein Band. Da muss ich hin, ne? Muss ich erstmal hier hin. Aber knapp. Bonk. Hey, sieh dir das an. Diese Macht zu haben, ne? Wäre schon faktisch, ne? Oh, guck mal da. Hier. Noch ein Boni. Ne. Und Level Up, komm. Komm schon. Oh, Gesundheit. Sehr cool. Yeah. Na, warte, Rinkel. Dir komme ich dahin. Wenn ich ja vorbereitet bin. Frage der Zeit, offensichtlich. So, ist das der Weg, den ich gehen muss? Ja, ne? Was ist denn das? Hat gerade da jemanden hingestellt? Ich hätte gedacht, ich könnte irgendwie so eine Abkürzung oder so erschaffen. Ja, Leute, na. Wow. Okay, oh, ich habe jetzt beinahe. Ich habe da oben gedrückt, aber wollte ich gar nicht. Zum Glück war ich schon voll AP und habe ich schon wieder ein Stim verballert. Moin. Taktisch. Oha. Taktik und Strategie. Ja, mach mal den. Bisschen wenig grün gerade, aber was soll's. Zusammen. Wir sollten einen Ort finden, um sie einzupflanzen. Was? Okay, ich habe das eigentlich nur kaputt gemacht, weil ich gedacht hätte. Habe ich gerade eine ganze Menge irgendwie gesammelt? Ah. Ich habe die eigentlich nur kaputt gemacht, weil ich irgendwie gedacht hätte, da wird sich irgendwas drin verstecken. Wie so ein Gegenstand. Und ich muss erstmal die Gebüsche irgendwie aus dem Weg machen, damit ich das sehe. Deswegen habe ich die mal kaputt gehauen, aber. Oh nein, heißt das, man muss mal ja. Wieder Pflanzen suchen. Was? Da wäre mal Zweifelvermutung gewesen, dass da vielleicht irgendwas drin gewesen wäre, ne?
Somit bin ich von Natur aus aggressiv. Ja. Nee. Oh, perfekt. Wie lauf? So ist es gut. Lauf, sagt er. Oh. Wo stehen denn geschossen? Okay, was auch immer du sagst. Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Was? Ich werde nicht als einziger kämpfen. Oh. Okay, mach du das. Mach mal das hier auf. Bei der Fernbedienung. Es geht los. So, können wir noch ein bisschen, ne? Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Vielleicht bin ich an irgendwo so ein Meditationspunkt. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Ist wohl blockiert. Halt still, BD. Mal sehen, was ich tun kann. Okay. Schon gesehen. Hoah! Hoah! Oh nein, nicht die Viecher. Ich das machen? Ja, übrigens. Oh, ich weiß nicht mehr, wie man das macht, ne? Aber irgendwie konnte ich Lichtschwertwurf machen. Ich irgendwie so gesehen. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Irgendwo habe ich das nachgeguckt letztens hier an. Ich werde mal machen. Lichtschwertwurf da. Kann ich vielleicht auch mal machen. Ne? Das bringt nichts, BD. Hm? Oh. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es noch mal. Aha. Oh. Diese blöden Viecher. Boah. Das ist ja so blöd gemacht, dass die einen mit einem Schlag wegpusten. Boah, jetzt muss ich gegen die Viecher wieder kämpfen, ne? Oh. Ah. Will ich angreifen? Oder hab ich ihn? Oh mein Gott. Ich nie den Angriff einleiten, ne? Hey, diese blöden Gockel mich hier die ganze Zeit mit einem Schlag gefährlich machen, ne? Bin ich aber nicht so nett. Sogar nur einer. Ich dachte, waren zwei gerade.
Hey. Einige dieser Steinsäulen sind locker. Okay. Sollte mir jetzt irgendwas sagen. So. No, mal laufen. Nein. Doch. Nein, andere Seite, du. Gesehen. War ich gerade blau? Ich habe gerade was gesehen. Okay, anscheinend nicht. Aber ich bekomme gerade zurückblenden von diesem einen Ort hier, wo ich eigentlich nicht dran rennen sollte, ne? Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich gedacht hatte, ich konnte da irgendwie hin im ersten Teil. Man wirklich braucht man da irgendwie, weil nicht so Doppelsprung und all so was, ne? Aber ich habe es irgendwie versucht, da irgendwie darüber zu springen. Habe sogar fast, glaube ich, geschafft. Ich glaube, ich hatte es sogar geschafft da oben, aber dann muss es ja auf die andere Seite dich irgendwie rüberschwingen. Das habe ich nicht geschafft ohne Doppelsprung. Terry Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. So. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. Da rutschen? Nee. Ich rutsch gleich. Da komme ich nicht mit dem Sprung hin, oder? Da komme ich hin mit dem Sprung. Kann ich da dran klettern? Ja. Das ist immer so die Frage des Tages. Ne, kann ich daran springen? Kann ich das machen? Da sehe ich einen Meditationspunkt, glaube ich. Ja. Da klappt man es, glaube ich, nur so ein bisschen hier rum, ne? Bis ich ein Level abkomme. Vielleicht. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Ich frage mich, ob die Droiden hier voll die Rückblicke gerade bekommen. Der da. Wow. Ja. Sie müssen diese Landekapsel von dem Looker halt abgeschossen haben. Ich will noch gern so bis zum Level Up hier ein bisschen spielen, ne? Oder bist du mein Tod? Keine Ahnung. Mal da runter. Ne. BD. Ja. Irgendwas hast du gerade gesehen. Oh, die Leute. Gut gemacht. Ja. Ja. Komme ich überhaupt jetzt zurück dann? Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Auf wen will ich denn losgehen? Auf ihn ja, ne? Sagt er mit dem Schild, ey. Glaube ich, bin er.
Die Spinnen, die. Wir wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium. Hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. Dann kam das Imperium und alles änderte sich. Oh, Vorsicht, BD. Jäger. Und ja, ich ziehe mal die Klamotten an, die neuesten Klamotten an, die ich finde. Abkürzung. Okay, also ich kann jederzeit zurückgehen, ne? Also kann ich hier noch bis zum Level Up irgendwie spielen, ne? Ja, vielleicht bis ich eine Abkürzung oder so freigeschaltet habe, ne? Ich fühle mich einfach sicher, wenn ich meine Punkte gerade fertig habe zum Ausgeben oder so. Das kommt. Ah, jetzt habe ich ihn nicht. Jetzt habe ich ihn. Ich von hinten irgendwie mehr Schaden oder ist mein Doppelschwert einfach so viel stärker? Ich habe gedacht, das ist mehr so für Defensive irgendwie geeignet. Ich meine, wird natürlich irgendwie Sinn machen, dass das Ding stärker ist, ne? Den zwei Klingen. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Aber gehen wir jetzt noch ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Bis ich ein Level Up bekomme. Oh nein. So viel zum Level Up. Bin eine Menge. Ernsthaft, ich bin die Priorität hier. Ja, irgendwas sagt mir, das wird das letzte hier sein, was ich heute mache. Ich habe jetzt schon einmal besiegt und ich werde es wieder tun. Aua. Jawohl. Einfach umgeschmissen. Das war eine Perspektive. Gehen wir BD1. Okay. Da muss ich hin. Ach so. Okay. Ich glaube, wir sind ja fertig für heute, ne? So, da kann man auch noch einsammeln. Oder auch nicht. Doch, kann man. Jäger, wow, wow, ein neuer Look. Okay, na gut, aber ich würde sagen, das war's dann. Ich muss den dann wahrscheinlich noch mal bekämpfen, ne? Ja, von hier komme ich natürlich wieder nicht zurück, ist klar. Da gibt es ja bestimmt wieder eine Abkürzung, ne? Pass auf. Wo bin ich? Hohoho. Na, ausgerechnet, wenn ich jetzt wieder nach Hause gehen will. Weil er mich so irgendwie an Jedi Knight. Muss es auch manchmal so Rätsel machen. Oder irgendwie so die Sachen aus dem Bände ziehen muss und so. Beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Zu Kreese Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Ach, Kreese ist diese eine Jedi, die wir gesehen haben, ne? Muss ich nicht hier lang? Hm. Muss ich lang? Nach oben, ne?
Ja, geht, na. Meditationspunkt irgendwo. Ich tue schon wieder voll die Story. Ja. Ich will keinen Ärger. Ich konnte gerade was scannen. Genau so. Gerade was scannen. Oh, BD, du machst mich fertig. Hast du was, Kumpel? Hey, muss ich mit dir noch reden? Tor. Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich habe versucht, mich gerade zu heilen. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht gedacht, ich würde auf einmal mitten in der Konversation sagen, so. BD, ich brauche einen Stim. Oh, Gerücht. Okay. Oh, Abkürzung. Abkürzung. Genauso will ich das. Gut. Dann mache ich hier ein Nickerchen. Ich meine, meditiere hier. Ne? Und dann. Ich muss meinen Geist frei machen. Machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Aber erstmal geben wir auch das Ding aus, ne? Was holen wir uns denn noch? Was wollen wir uns denn holen? Weiß ich gar nicht. Ich habe überleben, habe ich eigentlich schon alles so geholt, ne? Und das wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ich hatte Kreis um automatischen Nahkampfangriffen ausweichen. Also wie in Final Fantasy 15 dann. Das hier benutze ich irgendwie gar nicht mehr, ne? Okay, um nahe Gruppen von Gegnern heranzuziehen. Radialschub. Schuben benutze ich eigentlich relativ oft, ne? Maximale Macht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für eine Lichtschwertfähigkeit mich hier konzentrieren will, ne? Was für ein Kampf, deswegen weiß ich nicht, was ich hier hochleveln soll. Schwierig, ne? Ich würde sagen, wir nehmen das hier, ne? Und was hat der nochmal? Ja. Nehmen wir das. Also zum Überleben, rund ums Überleben. Das ist das Wichtigste auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, habe ich so ein Gefühl. Da kann man, glaube ich, so die Macht irgendwie ein bisschen erhöhen, ne? So besserer Schub oder irgendwie sowas, ne? Paradeschub, verheerender Schub. Kann ich das schon sehen? Oh. Oh, ich dachte, ich würde dadurch meinen Schub irgendwie verbessern. Man kann schon sehen, was man damit macht. Das ist, glaube ich, besser, ne? Paradeschub. Okay. Ja, macht wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Ein schnellerer Fokus. Ach, da bin ich noch nie im Leben, ey. Bin ein bisschen blöd, das Festhalten jetzt irgendwie dieser Superangriff ist. Ich meine, das ist ein bisschen broken, ne, die Fähigkeit, aber trotzdem. Kannst ja kaum irgendwie an einsetzen. So, gut, dann würde ich sagen, das war's für mich für heute, ne, in dieser Folge.
haben wir hier einiges erreicht, einiges nicht erreicht, ne? Wurden vom Ranker geplättet, haben einige andere Viecher dafür kaputt gemacht, ein Stim bekommen. Ich habe zwar für jeden Part tun wir irgendwie voll viel erreichen, so. Und das ist doch das, was zählt, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute, ne? In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in diesen Ruinen. Dreh dich um, Kerl. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Ja, vielleicht sogar alles auf einmal. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.